Willkommen zum Review von Thunder Dolphin in Tokyo Dome City. Der Intamin Hypercoaster befindet sich mitten in Downtown Tokyo, hat einfach eine Höhe von 80 Metern, 1067 Meter Länge und führt einfach über die Dächer von der Stadt. Von außen einfach nur beeindruckend. Das Ganze ist eine der höchsten Achterbahnen der Welt, aber sie wurde trotzdem mitten in der Stadt auf ein relativ kleines, dreieckiges Gebiet gestellt und das alles aber nicht auf dem Boden, sondern noch oberhalb von der Bebauung. Dort ist ein großes Einkaufszentrum, da führt sie einmal drüber und der Rest ist ebenfalls alles ein bisschen erhöht angelegt. Das Ganze gehört zum Tokyo Dome City Komplex. Hier gab es schon viele andere Achterbahnen, zum Beispiel auch mal Intamin Impulse, der aber schon länger abgerissen wurde und noch viel weiteres. Aktuell haben wir zwei Achterbahnen, einmal hier Thunder Dolphin und dann ebenfalls noch Panic Coaster Backdown, ein Gerstlauer Indoor Multi-Launch Family Coaster. Ebenfalls auch echt eine tolle Attraktion. Der Rest ist relativ standardmäßig, ein paar kleinere Flat Rides, dann aber auch noch eine Wasserbahn, Lokflume, ebenfalls im Teil bei Thunder Dolphin und sonst ebenfalls noch ein richtig großes und beeindruckendes Riesenrad, durch welches die Achterbahn ebenfalls auch durchführt. Und so ein Riesenrad einfach nur ohne Mitte ist einfach nur beeindruckend, kennen wir wirklich kaum. Und vom Außen her, von der Aufmachung mit Thunder Dolphin nebendran, die Bahn ist eh schon fotogen, aber diese Kombi sieht einfach nur richtig gut aus und das einfach mitten in der Stadt von Tokio. Hier gibt es nicht einfach nur einen SBF Visa Spinner in irgendeinem Mallpark in der Stadt, nein, sie haben einen Intamin Hypercoaster. Die Bahn hat im Jahr 2003 eröffnet, war zwischenzeitlich auch mal 2 Jahre SBNO und dann dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, in der letzten Jahres ebenfalls nochmal, denn sie hat neue Züge bekommen. Davor hatte man die startmäßigen alten Intamin Megacoaster Züge, auch von G-Force und so weiter. Und jetzt gibt es auch hier die neueren Intamin Züge mit den Beckenbügeln, die von oben kommen, also auf jeden Fall echt schöne Teile. Aber dadurch war die Bahn jetzt länger zu, auch das ganze Frühjahr noch zugehabt. Dann hat es sie so im Frühling, Sommer wieder geöffnet gehabt mit den neuen Zügen zum ersten Mal. Aber dann gab es da noch viele Probleme und die Bahn war wirklich ziemlich oft down. Trotzdem aber, als wir jetzt im August 2023 auf der Japan-Tour waren, hatten wir gerade so am letzten Tag noch die Möglichkeit, die Bahn zu fahren. Weil die ersten Tage, wo wir dort waren in Tokio, hatten wir sogar ein Hotel direkt auf der anderen Straßenseite, wo wir aus dem Hotel raus sind und direkt dann Dome City gesehen haben. Aber da hatte die Bahn für 4-5 Tage und davor auch schon länger geschlossen gehabt. Da hatten wir schon so, verdammt, die Bahn ist zu, und da rumgelaufen, alles schon angeschaut, aber hat halt geschlossen gehabt. Da wurde noch gemeint, ja, am Anfang, sie macht übermorgen wieder auf. War nicht der Fall, hatte noch über eine Woche auf jeden Fall gedauert, bis sie wieder lief. Aber dann die einzige Möglichkeit, die wir hatten, war am letzten Tag, wo wir geflogen sind, hatten wir noch den letzten Vormittag in Tokio und da war die Bahn dann zum Glück in Betrieb und wir konnten sie fahren. Hat aber trotzdem alles ein bisschen länger gedauert, weil der Park hat um 10 Uhr geöffnet. Wir haben unser Ticket geholt, waren um 9:45 dort, aber bis die Bahn dann gefahren ist, war es erst 11:30 Uhr. Also haben wir sogar 1:45 gewartet, hatten dann aber die erste Fahrt des Tages noch mit. Zum Glück hat es nicht noch viel länger gedauert, weil wir mussten dann auch zum Flughafen. Hat aber alles geklappt und so konnten wir zum Glück so eine ikonische Achterbahn noch mitnehmen. Und weil es ein Hypercoaster in der Lage, ich glaube, das Keyhole-Element, wo die Bahn durch das Gebäude durchfährt, das hat ja auch sicherlich jeder von euch schon früher mal gesehen gehabt. Und dann so ein Icon gefahren zu sein, ist auf jeden Fall echt super. Das Teil ist im Einzugbetrieb gefahren. Sie haben 2 Züge, wo wir morgens gewartet haben, waren beide Züge auch mal drauf. Und sie haben eigentlich alle nur ewig hin und her rangiert. Ich weiß nicht, ob die Züge immer noch ein bisschen Probleme machen, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall Einzugbetrieb, weil wir sind in Japan. Und über Abfertigung fange ich gar nicht erst an. Es gibt unten Schließfächer, die wurden nicht benutzt, vielleicht nur bei 2-Zugbetrieb. Deswegen gab es dann einmal Schließfächer in der Station. Und wenn ihr dann reingelassen wurdet, könnt ihr euer Ticket abgeben. Und natürlich wird eine Reihe zugeteilt. Wir haben auch gefragt, ob wir in die letzte Reihe dürfen. Durften wir natürlich nicht. Mit der Begründung, ja, für die Kapazität, für die Abfertigung. Die waren so schon komplett langsam. Und ob ich jetzt die Leute, die reingehen, kurz nach hinten laufen lasse und dann die anderen Gäste in die anderen Reihen einteile. Andere Parks schaffen das auch und brauchen nicht 5 Minuten, um Zug abzufertigen. Also normal begründen sie ja gar nichts, wenn man an einer bestimmten Reihe fragt, einfach nur nein. Aber die Begründung, die komplett lächerlich ist, finde ich ja noch schlimmer. Also sind wir die Bahn auf jeden Fall natürlich mittig gefahren, wo auch sonst. Dann gibt es auf jeden Fall so Schließfächer in der Station, wo ihr alle eure Sachen lassen könnt. Natürlich, wie so oft in Japan, nichts in den Taschen, kennt man ja. Und auch Metalldetektor. Der dann nochmal, also ein Handmetalldetektor, es gab auch richtige, die wurden nicht benutzt. Dann nur mit so einem Handmetalldetektor wurden die Leute einmal kurz überprüft. Auch dann hier, man durfte die Uhr nicht mehr anlassen.
Also echt, ich verstehe es wirklich nicht. Überall woanders durfte man es eigentlich immer, selbst in Japan. Einmal bei Ichanaika durfte ich es auch nicht. Und hier dann ebenfalls nicht. Ich verstehe es echt nicht. Normal darf man es ja, aber hier auf jeden Fall nicht. Und dadurch natürlich nochmal mehr genervt gewesen, weil wäre nicht so, dass die lange Wartezeit und die unsinnige Begründung nicht schon gereicht hätte. Aber trotzdem, wir saßen dann im Zug. Nach Ewigkeiten war der Spaß auch abgefertigt. Und dann geht es direkt los. Aussicht natürlich der Wahnsinn. Das Ding ist ja wirklich übertrieben hoch, hat auch einen Kabellift und es ist ein Hypercoaster. Also 80 Meter die Bahn, der erste Drop 66,5 Meter, also auch richtig gut. Aber ja, ich muss sagen, die Fahrt selber war leider dann doch nicht so überzeugend. Irgendwie ist es ein relativ negatives Review hier, aber ich will es ja euch auch nur so darstellen, wie es war. Also der Drop ist trotzdem okay, wir waren in der Mitte, hat aber auf jeden Fall nur so Floater-Airtime. Das Ding ist von 2003, also kam nach Millennium Force, nach Expedition G-Force und die anderen haben da auf jeden Fall deutlich bessere Airtime. Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist. Ich bin sie nicht hinten gefahren, da wäre es bestimmt ein bisschen besser gewesen, aber eigentlich konnte selbst damals in Termin Drops doch schon deutlich besser und so ein schöner Ejector Airtime Drop über Tokio wäre doch eigentlich ganz cool gewesen. Ja, und dann folgen Kurven, ganz viele Kurven. Wir haben erstmal einen großen, es geht nach oben, intensiv das Tal, einen großen Overbank, wo ihr dann oben auf dem Mallkomplex drauf seid, was schon richtig krass ist, wenn ihr da oben drüber fahrt. Habt dann oben auf dem Dach einen relativ niedrigen Airtime-Hügel. Es folgt dann wieder ein großer Overbank, wo einmal dieses Keyhole-Element kommt, wo ihr durch das Gebäude durchfahrt, was natürlich ziemlich beeindruckend ist. Dann folgt noch ein Overbank, wo ihr einmal durch das Riesenrad durchfahrt. Dann habt ihr einmal einen Speed-Airtime-Hügel. Dann fahrt ihr, ja, mehr oder weniger in einem Overbank wieder auf das Gebäude nach oben, habt dann oben einfach so ein paar S-Curves, nicht mehr so schnell auf diesem Gebäude, dive dann wieder, nein, nicht im Overbank, aber in der Kurve in Abfahrt nach unten und fahrt in die Schlussbremse. Ja, es fühlt sich irgendwie nicht so wie ein Hypercoaster an. Also in den Tälern und Kurven habt ihr auf jeden Fall Kräfte, die sind schon intensiv, was positive Kräfte angeht. Und sonst dieser kleinere Airtime-Hügel, der unterhalb vom Drop liegt und nach der Durchfahrt durch das Riesenrad durchfahren wird, der hat Floater Airtime, zumindest etwas, aber es ist ein Speed Hill, warum keine Ejector? Aber dann einmal oben dieser Airtime-Hügel auf dem Dach, da passiert irgendwie auch nicht so viel, der ist auch ziemlich langgestreckt ausgeführt und man hat wirklich sonst abgesehen fast keine Airtime. Die Abfahrt durchs Keyhole, hinten wird man da vielleicht so ein bisschen runtergezogen, aber sonst, ich finde auch diese S-Curves oben auf dem Dach sind einfach richtig random. Sind zwar so ganz lustig, man fährt da so ganz gut durch, aber so viel passiert da auf jeden Fall auch nicht. Da ist auch kurz so ein mini leichter Outer Bank drin, das ist ganz interessant von der Aufmachung her. Aber Airtime hat man da jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, das ist schon irgendwie so eine der skurrilsten standardmäßigen Hypercoaster, die ich bisher erlebt habe. Natürlich, man hat nur diese dreieckige Fläche. Und das Ganze muss natürlich hauptsächlich für Kurven genutzt werden. Aber ich denke, so heutzutage ein Next-Gen-Intermin-Hyper, was hier rausgeholt werden könnte, das wäre auf jeden Fall nochmal ein anderes Level gewesen. Die Bahn ist richtig beeindruckend, die Aussicht ist der Wahnsinn. Wenn ihr mit so viel Geschwindigkeit durch Tokio fahrt, durch das Keyhole durch, das ist der Hammer. Keine Frage, Experience-mäßig ist es wirklich echt stark. Aber wenn ich mir jetzt die Elemente, die Kräfte und so weiter im Layout anschaue, muss ich sagen, bin ich echt etwas enttäuscht worden. Für die Lage eine 10 von 10, keine Frage, coole Aufmachung, ist auch tausendfach besser, als was normalerweise bei so kleineren Stadtparks zu finden ist. Aber für den Intermin Hyper muss ich leider sagen, dass ich von der Fahrt etwas enttäuscht wurde. Sonst, das Ding ist auch smooth, die neuen Züge sind super, man ist ziemlich frei, aber einfach so ein bisschen Airtime, weil selbst dann die drei Airtime-Momente, die es hat, den First Drop, und diese zwei kleineren Camelbacks, dass die dann auch keine Airtime haben oder zumindest keine etwas stärkere Airtime oder überhaupt Airtime, ist schon etwas schade, weil das Ding ist halt auch von Intermin. Und bei einem Speed Hill erwarte ich halt, dass ich da schön rausgerissen werde. Und ich denke, auch damals hätte man es gewollt, einen größeren Airtime-Hügel hätte man da schon irgendwie reinbringen können. Und dann nämlich auch nach der S-Curve, wenn es vom Gebäude runtergeht, in der Kurve hat man auch echt noch richtig viel Tempo, wenn man in die Schlussbremse fährt. Dort davor vielleicht nochmal so ein kleinerer Camelback oder so oder die Abfahrt einfach als normalen Drop ausgeführt, hätte ich ebenfalls noch bevorzugt. Aber okay, wurde hier nicht gemacht und trotzdem muss ich sagen, ich bin einfach nur froh, sie gefahren zu sein. Wäre schade nochmal
so ein Highlight verpasst zu haben. Also hat mir echt Glück, dass wir das Ding noch so am Ende fahren konnten. Und ich hoffe aber auch, dass wir das Ganze ein bisschen in den Griff bekommen und die Bahn auch mit neuen Zügen in Zukunft nochmal deutlich zuverlässiger fahren wird. Für eine zweite Fahrt war natürlich dann keine Zeit, weil wir zum Flughafen mussten. Da war die Warteschlange dann doch auch relativ voll. Die wird hier, denke ich, auch mal ein bisschen voller bei der Kapazität und Abfertigung sowieso. Und man bezahlt natürlich pro Fahrt. Es gibt aber, glaube ich, auch so ein Mehrfahrtenticket, wo man alles dort nutzen kann. Auch Panic Coaster oder das Riesenrad und so mit. Hätten wir da auch Zeit gehabt, hätte man das auf jeden Fall machen können. Auf dem Riesenrad hat man bestimmt super Blicke gehabt. Aber auch so, so eine fotogene Bahn, konnten wir auch noch ein paar schöne Fotos machen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Bahn haltet. Würde mich definitiv sehr interessieren, ob ihr es erwartet habt, nach dem, was ich erzählt habe, dass die Bahn doch nicht so beeindruckend ist von der Fahrt her selber. Oder vielleicht habt ihr sie sogar auch schon selber erlebt. Das alles auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.